We found something. A chance, maybe. Thanos used the stones again. So let's get them. Use them to bring everyone back. Just like that. Yeah, just like that. In 10 days, we have a chance to take it all back. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. Who hasn't been to space? You better not throw up on my ship. Avengers Endgame. Rated PG-13. Tickets on sale now. In 10 days. We are getting the whole team, yeah? Yeah. Hang on! I like this one. Avengers Endgame. Rated PG-13. Tickets on sale now. Trying to pull off something damn near impossible. And to not die trying would be nice. In 10 days. Summer begins. Hang on! With the end game. You trust me? I do. Avengers Endgame. Rated PG-13. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit, nachdem wir gestern als auch vorgestern schon neue Szenen besprochen haben, die in neuen Trailern zu Avengers Endgame aufgetreten sind, tun wir das gleiche heute wieder, denn wir haben wieder massig an Szenen bekommen, die wir besprechen können, die uns viele Hinweise geben, als auch einfach wirklich sehr interessant sind. Ich bin sogar selbst der Meinung, dass wir schon die ersten Anzeichen für Professor Hulk gezeigt bekommen haben. Also bleibt definitiv daran, wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine. Und neue Szenen des Kampfes zwischen Thanos und unseren Avengers sind auch aufgetreten. Vergesst des Weiteren auch auf gar keinen Fall, den Kanal ein Abo dazulassen, um keiner meiner Videos rund um das MCU zu verpassen, denn hier gibt es wirklich jeden Tag einen neuen Upload. Und noch einmal muss ich mich bei euch allen bedanken, denn vorgestern habe ich mich bereits bedankt für die 28.000 Abonnenten. Gestern habe ich mich bedankt, dass ihr von den 28.000 schon auf die 28.500 drüber gesprungen seid. Und heute ist es eigentlich auch wieder soweit und wir haben die 29.000 Abonnenten geknackt. Das heißt, wir sind schon fast bei 30.000. Es wird immer wahrscheinlicher, dass wir das Ganze vor dem Release von Avengers Endgame knacken. Und dafür einfach nochmal ein großes Danke und einen Kuss an euch. Fangen wir aber wieder mit der ersten Szene an. Let's begin. Ja, die erste Szene, die wir gezeigt bekommen haben, war eine Szene, in der wir all unsere Avengers sehen können, mit ein paar Ausnahmen, die alle auf den Planeten schauen, auf dem Thanos sich gerade befindet, beziehungsweise auf dem Thanos sich befunden hat. Und hier sieht man einen ganz starken Ausschlag von diesem Planeten ausgehen. Das ist wahrscheinlich ein Indiz dafür, dass dort gerade die Infinity-Steine benutzt wurden und dies eben seine Position verraten hat. Und das Interessante an diesem Bild ist einfach, dass wir hier Nebula sehen können. Wir haben ja wirklich schon die offizielle erste Minute von dem Film gezeigt bekommen, in dem alle unsere Avenger in dem Raum waren, im Avengers Hauptquartier, und herausgefunden haben, wo sich Thanos gerade aufhält. Jedoch war da noch nicht Nebula zu sehen, weshalb wir definitiv auch davon ausgegangen sind, dass Nebula als auch Tony zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf der Erde angekommen sind. Doch wenn Nebula auf der Erde ist, ist das eben ein Zeichen dafür, dass auch Tony auf der Erde ist. Was heißt, dass er sich hier in dieser Szene irgendwo verstecken könnte. Ich gehe jedenfalls mal davon aus, dass er jetzt hinten irgendwo auf einer Couch sitzt. Oder weshalb Nebula einfach in diesem Shot mit drin ist, könnte vielleicht auch einfach sein, weil sie mit rein editiert wurde. Also ihr wisst, wir können nicht immer allen Trailern so genau trauen, weshalb es eigentlich noch mehr Spaß macht, darüber zu spekulieren. Aber wie gesagt, ist das wirklich eine kritische Szene, um wirklich auszumachen, ist diese denn jetzt wahr? Wahrheitsgemäß oder kann man dieser nicht so gut trauen? Ich persönlich habe immer noch die Vermutung, dass Tony als auch Nebula erst ankommen, nachdem der erste Kampf gegen Thanos abgehalten wurde, was diese Szene aber nicht unrealistisch scheinen lässt, denn es kann ja einfach so sein, dass sie das Geschehen nochmal besprechen und was eigentlich abgelaufen ist und sie da wieder dabei sind, nach einer Lösung zu suchen, nachdem dieser Kampf vorbei war. Genug zu dieser Szene, kommen wir zur nächsten. Und hier scheint es so, als würden wir die Benatar sehen. Und der Hintergrund sieht einfach sehr, sehr stark nach New York aus, beziehungsweise nach Manhattan und dessen Grundrissen, weshalb ich auch denke, dass das Ganze auch auf der Erde ist. Wirkt für mich so, als wäre das einer dieser Szenen, nachdem sie mit der Benatar auf der Erde angekommen sind, dass sie dann verschwinden, irgendeiner Mission nachgehen oder eben, dass sie gerade zu Thanos fliegen. Und das ist eben ein Ausschnitt von dieser Szene, in dem wir all unsere Avenger in der Benatar sehen können und sie sich auf dem Weg zu Thanos machen. Das könnte auch nur eine gute Möglichkeit sein, dass wir hier gerade dieses Schiff gezeigt bekommen. Denn wir müssen auch bedenken, alle Szenen Szenen, die wir eigentlich gezeigt bekommen, sind ungefähr von der gleichen Zeitlinie, also bis zu einem bestimmten Punkt des Filmes, damit man eben nicht zu viel spoilert. Die nächste Szene wäre eine Trainingssequenz von Black Widow. Wir sehen da, wie sie einfach gegen einen Sandsack prügelt. Was hier wiederum auffällt, das ist natürlich nach dem Timeskip, also nachdem schon einige Zeit vergangen ist, denn hier kann man nämlich ganz klar sehen, dass sie lange rote Haare hat. Sonst gibt es hier wirklich nichts Interessantes zu sehen, denn man kann es sozusagen vergleichen mit der Szene, wo wir sie gesehen haben, wo sie einfach ein bisschen Schusstraining betreibt, also nichts Besonderes hier. Jedoch ist die nächste Szene, wie ich finde, sehr besonders, denn wir bekommen Black Widow gezeigt und erstens, es ist nach dem Timeskip, also es ist schon einige Zeit vergangen und zweitens, sie schaut hier nach oben. Wieso sollte sie nach oben schauen? Der Blick vermittelt auch nicht, als würde sie irgendjemanden Unbekanntes anschauen, sondern jemanden Bekanntes, der ihr nahe ist. Und dieser wäre meiner Vermutung nach Bruce Banner, der gerade in der Form von Professor Hulk ist. Man sieht auch, sie hat ein Tablet da, sie sind in Avengers Hauptquartier, in einem Labor oder eben in einem Trainingslager, was es eben im Quartier gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dies einfach eine Sequenz davon ist, in der sie mit Bruce etwas bespricht, beziehungsweise Professor Hulk, je nachdem, was für eine Form er gerade da ist, oder sie gerade ein paar Tests mit ihm durchführen. Logisch ist es definitiv auch, weil es eben nach dem Timeskip ist und wir wissen, dass wir erst im späteren Verlauf des Films sehen werden, wie Bruce Banner sich entwickeln wird, wie der Hulk wieder aus ihm rauskommt und er ihn dann meistert. Deswegen gehe ich hier wirklich sehr stark aus, dass sie hier auf den guten Professor Hulk blickt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von dieser Szene haltet. Ich bin irgendwie stark überzeugt, das vermittelt mir einen richtig positiven Vibe, was das angeht. Aber ich kann natürlich auch falsch liegen. Aber wenn wir diesen Gedanken im Kopf haben, macht es die nächste Szene umso interessanter, denn wir sehen Iron Man als auch Hawkeye wieder in der kompletten Armor, komplett ausgerüstet, suited up. Und sie blicken auch auf etwas hinauf und machen sich sozusagen kampfbereit. Vor allem bei Iron Man sieht man das perfekt und ganz gut, wie er ein Schild erzeugt, beziehungsweise sich mit seiner kompletten Rüstung umhüllt. Entweder er möchte hier gerade einfach nur auch seine neue Rüstung testen, die Mark 85, oder sie blicken auch zu Professor Hulk und denken gerade noch, dass er vielleicht eine Gefahr sein könnte, weil sie noch nicht genau kennengelernt haben, wie Bruce jetzt drauf ist. Vielleicht ist das noch während der Phase, in dem Bruce noch seine Kräfte kennenlernt und die anderen sich noch unsicher sind, ob er jetzt kontrollierbar ist oder nicht. Abseits dessen, was findet ihr denn? Könnte es denn sein, worauf alle unsere Helden irgendwie hinaufblicken? Ich meine, das ist auch in der gleichen Zeitlinie, in dem wir Black Widow mit den roten Haaren sehen können, was wir an Ronan erkennen, beziehungsweise Hawkeye. Denn er sieht genau gleich aus wie eben Black Widow in dieser Zeit, wo wir sie schon zusammen gesehen haben. Als nächstes haben wir dann eine Szene, in dem Tony Stark als auch Captain America miteinander sprechen und Tony gerade sagt, dass wir das ganze Team zusammentrommeln. Diese Szene hatten wir ja schon gestern besprochen gehabt, nur hatte ich da schon mal erwähnt, dass es diese Szene noch nicht wirklich gibt, in dieser Form, wie ihr sie gerade seht. Jetzt habt ihr sie auch so geliefert bekommen, jetzt wisst ihr auch, denke ich mal, auch, was ich gestern gemeint hatte, weshalb es hier eigentlich nicht mehr viel zu sagen gibt, außer eben, dass die beiden wieder zusammenarbeiten und einen Plan haben, was viele freuen wird. Dann bekommen wir eine richtig coole Szene, die uns zeigt, wie Iron Man einfach alle Geschütze auffährt gegen Thanos. Und wie ihr merkt, sind hier in diesem Video ein paar, beziehungsweise viele Szenen eigentlich enthalten, die wir alle schon mal besprochen haben, nur sind dies nochmal Erweiterungen von diesen Szenen, die uns nochmal einen anderen neuen Teil zeigen, die wir eben noch nicht gesehen haben, was halt eben nochmal so cool daran ist und uns einfach nochmal einen genaueren Einblick gibt. Und ja, es sieht einfach mega krass aus, wie Iron Man hier alle Geschütze ausfährt. Ich kann es wirklich kaum erwarten, diese ganze Kampfchoreografie und dann auf den großen Screen zu sehen. Dazu kommt aber auch noch, dass wir, glaube ich, eine neue Szene von Captain America gezeigt bekommen haben. Wir alle erinnern uns ja bestimmt an diese Szene, wo er eben sein Schild festgezogen hat oder wo er eben am Boden liegt. Das halt wieder auch von diesem Ausschnitt, auch wieder von dem gleichen Kampf gegen Thanos, und er sieht hier wirklich sehr erschöpft und zusammengeschlagen aus. Die nächste Szene ist aber wieder ein bisschen lockerer, weicht von dem ganzen Kampf ab, und die ist von Rocket Raccoon. Und ja, man sieht hier ganz stark, er arbeitet an etwas. Und es ist eben auch wieder nach dem Timeskip, nach dem Zeitsprung, nachdem schon einige Zeit vergangen ist, Freunde, gegen Ende des Films, beziehungsweise gegen Mitte des Films, wo dann der ganze Zeitreiseplot, der ganze Quantum Realm, der Quantenebenen-Plot mit eingebracht wird. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, über die Zeitreisemaschine, dass wir sie endlich gesehen haben, mit was für einem Device sie durch die Zeit reisen werden. Ich denke, er arbeitet genau an dieser, denn wenn ihr mal nach oben links schaut, merkt ihr, da gibt es eine Kurve, also es ist schon mal ein kreisförmiges Objekt. Und diese Zeitreisemaschine, diese Zeitreiseplattform ist eben auch ein kreisförmiges Objekt, weshalb ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er hier gerade an dem Ding arbeitet. passiert. Die nächste Szene wäre dann auch von Captain Marvel, was auch wieder eine Szene ist, die uns einfach nur einen erweiterten Einblick gibt, denn dies ist auch, wenn man mal wieder auf den Hintergrund achtet, sehr wahrscheinlich von der Kampfszene gegen Thanos, was wir schon wieder in den letzten Videos durchgesprochen haben. Und jetzt haben wir schon mehrere Clips bekommen, wie Captain Marvel ganz wild am Rumfliegen ist, irgendwelche Aktionen macht und diese kann man alle zusammensetzen und ergeben dann diese eine Szene, die wir hier bekommen. Also wir sehen, Marvel ist sehr sparsam, was die ganzen Szenen angeht, um halt wirklich keine weiteren Titbits rauszulassen. Diese Szene zeigt uns aber auch einfach wieder, wie sie aussehen wird, und zwar einfach mit dem Tomahawk, falls man das in den letzten Szenen noch nicht erkennen konnte. Sie wird ja auch eine komplett neue Rüstung haben in Avengers Endgame, die ich persönlich auch viel besser finde als die von Captain Marvel, weil das war wirklich nur die Kree-Rüstung und nicht wirklich ihre eigene. Und zu guter Letzt bekommen wir nochmals eine wirklich sehr interessante Szene zu sehen, die auf dem ersten Blick nicht so interessant wirkt, denn da versteckt sich der gute Ant-Man mit drin. Wir sehen nämlich Tony Stark, wie er Ant-Man von seiner Schulter wegschnipst. Und hier trägt er eine Shield-Uniform, die uns schon mal sagt, dass das schon während irgendeiner Zeitreise ist. Denn wir haben ja schon mal Set-Fotos bekommen, indem er diese Shield-Uniform trägt. Und da waren sie wohl am Set von Avengers 1, wo wir ihn zusammen mit Ant-Man gesehen haben und eben Captain America. Was es im Endeffekt genau mit der Shield-Uniform auf sich hat, wird sich nur im Film herausstellen, aber dies sollte uns auch schon mal sagen, wann diese Szene sich abspielen sollte. Und zwar nachdem sie eben durch die Zeit gereist sind. Und ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Video zu Avengers Endgame. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal zu abonnieren und keine meiner Videos mehr zu verpassen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr allgemein von allen Szenen findet. Ich lese immer sehr gerne eure Meinung durch und auch was ihr euch besonders in diesem Film freut. Vergesst auf jeden Fall nicht, meine letzten Videos abzuchecken, wie zum Beispiel, indem ich über Iron Mans und War Machines neue Rüstung gesprochen habe, indem wir nochmal neue Trailer-Szenen bekommen haben, die richtig cool waren. Vor allem die bei War Machine und Iron Man haben mich am meisten geflasht, also checkt das unbedingt ab. Oder schaut euch die Theorie an, dass Hulk tot ist, oder eben noch ein letztes Video, in dem ich nochmal Trailer besprochen habe, in dem wir ein bisschen über Captain Marvel nochmal gesprochen haben und ihre Mission in Avengers Endgame. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde mal sagen, ciao.